Hochverehrtes Auditorium, schönen guten Abend. Herzlich willkommen zu den Koppeljanischen Gesprächen. Heute am Mikrofon Herr Sisyphos und der Lecomte Caspar. Ich hatte nämlich mich sehr gefreut, dass wir jetzt endlich unsere Blu-ray veröffentlicht haben. Dass das wirklich noch geklappt hat nach all den Jahren unserer letzten Oper Kleinzaches, dass die jetzt auf einem Silberlink verewigt wurde, dank der unfassbaren Energie aller anderen. Und habe ich diesen Prozess sehr schön beobachten können. Und jetzt haben wir es vor ein paar Tagen in der Hand gehalten. Und ich bin eigentlich immer noch ganz baff, dass das wirklich passiert ist. Weil eigentlich hatten wir es schon fast ein bisschen, war es schon fast ein bisschen in den kuppelianischen Mühlen für alle Ewigkeiten versackt. Ja, aber manche Fanatiker auch haben da jetzt seit 20 Jahren drauf gewartet, seit 20 Jahren als festes Ritual eingebaut. Ja, und hätte es das Crowdfunding nicht gegeben, oder das Crowdfunding, oder wie man es auch immer heißt, dann hätte es auch niemals geklappt. Glauben nicht. Und dann mussten wir ja, ne? Dann mussten wir. Haben wir so viele schöne Dankeschöns uns ausgedacht. Ich muss noch ein Gespräch führen. Ich habe ja die Gespräche mit Sisyphos gehabt. Das war eine sehr nette Erfahrung auch, weil ich, es war auch ziemlich lange. Wir haben teilweise wirklich 2-3 Stunden gesprochen und das war eine schöne Sache, hat mir wirklich viel Spaß gemacht, aber ein Gespräch steht noch aus, nämlich ich muss mit Amerika telefonieren. Mhm. Also wir werden das wahrscheinlich galvanisch verstärkt über die unendlichen Computerwelten abwickeln, aber wir müssen noch einen Termin finden wegen der Zeitverschiebung, da kenne ich mich nicht so aus. Physik. Das ist überhaupt ein interessantes Thema. Wir müssen uns nachher auch über Physik unterhalten. Ist Kernfusion immer noch ein Thema, Herr Voss? Ja, Kernfusion ist im Augenblick verfolge ich ganz viel Astronomie und wie unser Sonnensystem aussieht. Es gibt nichts Schöneres, als da Bücher drüber zu lesen oder Podcasts zu verfolgen. Und da hätte ich schon meine allererste Empfehlung. Ich bin totaler Superfan von dem Podcast Sternengeschichten. Und da geht es manchmal ganz super kompliziert zu. Also was sind Neutrinos und was ist der Beta-Zerfall eines Atoms? Aber manchmal ist es auch ganz, es ist so biografisch. Und letztens habe ich gehört eine tolle Geschichte von einer Frau, die hat um 1600 ein paar Quetsche gespielt. Die hieß Maria Kunitz. Die ist eigentlich ganz unbekannt, aber auch so eine hochbegabte Frau gewesen, die schon ganz früh ganz viele Sprachen sprechen konnte. Und dann das Werk von Kepler. Also der als erster beschrieben hat, dass die Erde sich um die Sonne dreht und das in mathematische Formeln gegossen hat. Und das ist ja ein Werk gewesen, was in Lateinisch verfasst wurde. Das war die Sprache der Wissenschaft. Das war ein ganz spezieller Spezialzirkel von Menschen, die das überhaupt alles geistig bewältigen konnten. Und das Wissen konnte sich gar nicht verbreiten. Und sie hat das übersetzt auf Deutsch mit dem Vorhaben, die Astronomie auch anderen Leuten, die Interesse dafür haben, überhaupt zugänglich zu machen. Und natürlich. Ihnen zum Beispiel. Naja gut, also sie ist ja nun schon 400 Jahre tot, aber was ja noch immer dazu kommt, dass Frauen zu dieser Zeit es natürlich unfassbar schwer hatten, überhaupt ernst genommen zu werden, da wirken zu können. Und das hat ja auch richtig existenzielle Probleme nach sich gezogen, weil eine intelligente Frau damals, und ihr Mann ist sehr früh gestorben, die war nur 2 Jahre verheiratet, alleinstehend, da bist du natürlich ganz schnell auch mal ein Hexe, wenn du behauptest, dass die Erde sich um die Sonne dreht, was unter den Wissenschaftlern schon akzeptiert war, aber in der Allgemeinheit nicht. Und in der Kirche war das immer noch so ein Problem. Und das ist wirklich unglaublich spannend. Man weiß leider sehr wenig von der Frau. Ich glaube, es ist nur ein Krater auf der Venus nach ihr benannt. Und in ihrer Geburtsstadt gibt es ein Denkmal.
Das erfährt man alles, wenn man diesen Podcast hört. Und wie gesagt, manchmal ist das ganz kompliziert, da muss ich dann auf halber Geschwindigkeit hören, weil der Kopf dann brummt. Aber manchmal ist es auch ja, ganz einfach. Und es ist wahnsinnig interessant zu erfahren, warum die Sonne leuchtet. Was ich auch total spannend finde, wo ich ja hier in Ihrem Zimmer sehe, Sie haben ja so tolle Instrumente, die ich ja auch immer schon an den Konzerten jetzt erleben darf. Das sind alles Instrumente, die ich noch nie gesehen habe. Ja, geht mir auch so. Nicht? Und ja, das ist auch so Kultur, nicht? Also wie der menschliche Geist sich so seinen Weg bahnt durch die Welt der Schwingungen und Geräusche. Und das ist halt faszinierend zu sehen. Ja, das ist auch immer super spannend, wenn ich was Neues gebaut habe. Ich baue dann ewig dran rum und denke, ich möchte, dass es noch ein bisschen schärfer klingt. Dann nehme ich ein härteres Material. Vielleicht nehme ich dann doch lieber Metall statt Holz. Und vielleicht kommt der Tonabnehmer woanders hin und baue ewig dran rum. Und irgendwann sage ich, jetzt ist es fertig. Und dann stehe ich vor dem Instrument und dann geht es ja eigentlich erst los. Wer sich eine Geige kauft, der fängt dann an, Unterricht zu nehmen und da weiß man, wie man das spielt. Da gibt es vielleicht auch noch was Neues zu entdecken, aber man weiß im Prinzip erstmal, wie das so geht und wo es lang geht und wo die Latte hängt. Und dann fängt man an, Unterricht zu nehmen. Aber ich stehe ja dann da mit dem fertigen Instrument und es gibt ja nichts. Man weiß ja nicht, wie man das spielt oder was man damit machen kann und was gut oder schlecht oder richtig oder falsch ist. Ich kann nur ausprobieren, was macht Spaß, was fühlt sich gut an, was hört sich gut an. Die Plonzille zum Beispiel, die habe ich ewig lang nur als perkussives Instrument genommen. Das ist dieses großes Metallstück mit den Das so vielen, aussieht, so ein Igel mit so vielen der Stacheln. Stahligel, genau, mit den Ja. Stacheln dran. Die sind unterschiedlich lang und dann, wenn man es draufplinkt, spielen die unterschiedliche Tonhöhen. Und ewig lang habe ich es nur als perkussives Instrument begriffen und irgendwann kam dann die Idee auf, das könnte man ja auch mit einem Bogen streichen, wie eine Geige. Das hat geklappt. Und ich glaube auch, dass die einzelnen Stacheln haben ja auch verschiedene Tonhöhen. Ja, deswegen sind die Nicht? unterschiedlich lang. Ja. Dafür habe ich sie unterschiedlich lang gebaut, aber Ja. eigentlich, um sie anzuschlagen. Aber wenn man sie mit einem Bogen streicht, reagieren sie ja auch unterschiedlich. Ja. Und das ist sowieso nochmal ein bisschen spannend, denn diese Metallstäbe, wenn man die mit dem Bogen streicht, je nachdem, an welcher Stelle man streicht und wie sehr man drückt und wie schnell man streicht, kann derselbe Stab eine sehr tiefe Frequenz, eine mittlere Frequenz oder eine hohe quietschige Frequenz anspielen, so wie ein Blasinstrument, was man überbläst. Und dann die sind auch unterschiedlich. Also je länger es ist, desto tiefer ist der tiefe Ton und auch desto tiefer ist der mittlere Ton und desto tiefer ist auch der hohe Ton. Das ist super spannend. Und was ist denn da jetzt richtig und wie geht denn das jetzt eigentlich? Und das ist eine Reise, auf die gehe ich dann erst. Aber ich habe mich immer gefragt, was war denn Ihr erster Impuls? Also, wollten Sie ein Geräusch machen? Also sollte es ein Geräusch sein? Oder was war der erste Impuls? Oder war es einfach, ich will jetzt mal was bauen und das macht dann halt ein Geräusch? Oder ich will irgendwie, soll es ein, es sieht ja manchmal auch bei Ihnen auch ein bisschen aus wie eine Skulptur. Also der Igel sieht ja eigentlich auch, könnte ja auch, wenn Sie es anders verkaufen würden, können wir auch wie so ein kleines Kunstwerk jetzt sehen, wenn man das dann noch richtig hinstellt oder so. Ja, was war der erste Impuls? Also, das erste, was ich gebaut habe, das habe ich sogar gerade hier. Ja. Da ist jetzt kein Tonabnehmer dran. Die erste Harfe, die ich gebaut habe, Ja, da der habe ich noch habe nie ich, gesehen. das ist ein Metallrohr, was ich geknickt habe an zwei Ecken. Ich Gebogen dachte habe. gerade, es sieht aus wie so ein Besenstiel, der so aus Alu ist, den man zusammengeknickt hat. Ja. Ja, ich glaube, es war ein Stück Bettgestell. Okay. Das habe ich also an zwei Stellen geknickt und gebogen. Dann habe ich ein anderes dazwischen gemacht, damit es hält. Habe Löcher reingebohrt und mit einem Draht festgewickelt, weil ich gerade nichts anderes hatte. Dann habe ich oben von einer alten Gitarre die Stimmmechaniken ran, habe ich auch Löcher reingebohrt, mit Draht festgemacht und Ja. dann Saiten raufgespannt. Da ist jetzt kein Tonabnehmer dran, aber ich glaube, man kann es so ein bisschen hören. Und wenn man den Rahmen praktisch auseinanderbiegt, dann kann man noch mal die Tonhöhe verändern. Genau.
Ich weiß gar nicht mehr, warum ich das gemacht habe, aber irgendwas hat mich da geritten. Ich glaube, das nennt man Inspiration. Ja, aber wie kommt's? Und dann habe ich einen Tonabnehmer rangemacht. Das war ja jetzt akustisch, wie man es gehört hat. Mit dem Tonabnehmer klingt es noch ein bisschen doller. Und das fand ich dann irgendwie so witzig, dass ich dann die Fahrradrahmenharfe gebaut Ja. habe. Da habe ich ein altes Fahrrad auseinandergeschnitten Und die haben und wir dann. damals auch gespielt bei Coppelius Waits for You. Genau, die ganzen Sachen, Ja. die es bis dahin gab, haben wir ja gespielt bei Waits for You. Und dann kam dieses Stoppschild-Gitarre und dann die ganzen Sachen da, die ich dann auch noch für Waits for You gebaut habe. Und dann bin ich ja irgendwann auf die Sache mit den Federn gekommen. Sind Sie eigentlich glücklich mit unserer neuen Blu-ray-Kleinsaches? Ja, also das war ja nun wirklich ein großes Stück Arbeit. Es klingt gut, sieht gut aus. Das muss ich sagen, ist, dass es eigentlich viel besser klingt, als ich dachte. Da hat der werte Herr Simon Michael auch eine tolle Arbeit geleistet, nicht? Also die ersten, als wir da am Anfang reingehört haben in die Spuren, was so die Mitschnitte hergegeben haben und was er dann draus gemacht hat, da hat er schon Arbeit geleistet. Fand ich, nee, ich bin auch wirklich, ich hätte es nicht gedacht, dass man es so hinbekommt. Ist ja wie die alte Geschichte, man steht dadurch, dass man so nah dran steht, hat man immer noch so ein überkritisches, oder so ein super fein aufgelöstes Urteil, nicht? Und dann denkt man immer, das geht ja eigentlich gar nicht. Das kann man ja niemandem zeigen, aber. Das übrigens ist der Grund, warum es bis jetzt noch keine kopeljanische Konzertvideografie gibt. Ja, genau. Ja, also der Klang ist gut geworden, es sieht natürlich toll aus und es sind viele, viele lustige Sachen drin. Und das Buch dazu, das ist natürlich ganz großartig, was der Graf Lindorf uns da geschrieben hat. Ja, Das total. Außenrum hat Bastille wunderschön gemalt und lustig. Ich bräuchte eigentlich noch mal einen Tee, wenn's ginge irgendwie. Wollen wir noch einen Tee Machen wir eine machen? Pause? Naja, Sie können ja Tee machen und ich rede mich hier alleine um Ja, Kopf und Kragen. machen wir das Nein, so? das machen wir lieber nicht. Also machen Sie, ich Ich lasse mal laufen, ich lasse mal laufen. muss mich jetzt hier um Kopf und Kragen drehen. Kräutertee? Ja, was erzähle ich denn dann? Ja, Kräutertee. Der Tee, den Sie hier eben hatten, der war super. Das ist mein Lieblingstee. Ja. Kräutertee ohne Süßholz nämlich. Süßholz finde ich fürchterlich. Süßholz hat in Tee nichts zu suchen. Was ist denn Süßholz im Tee? Kenne ich nicht. Ja, fast alle Kräutertees, da ist immer Süßholz mit drin. Es ist furchtbar. Ich kann, Ach, ich, das ist dieser Tee, der dann so parfümiert riecht? nee, ganz normaler Kräutertee, da machen die Süßholz mit rein. Aber warum? Weil es offensichtlich die Leute nicht merken oder es gibt welche, denen das schmeckt. Ich habe keine Ahnung, aber ich ertrage es nicht. Wenn ich mir Kräutertee hole, dann gucke ich, entweder mische ich den Steht selber. es noch drauf auf dem Ja, Zettel? dann müssen Sie es noch aufschreiben. Also entweder, am liebsten hole ich mir die Sachen einzeln. Ein bisschen Minztee, vielleicht ein bisschen Salbei, dies und das und jenes. Ich habe so einzelne Gläschen, da sind die drin und dann denke ich, heute mache ich mir mal das oder heute mache ich mir mal jenes, mische ich mir das selber zusammen. Aber jetzt habe ich ja meinen Lieblingstee, den Kräuterhaustee. Da sind, ich weiß gar nicht, was alles drin, aber kein Süßholz. Und wenn man eine fertige Kräuterteemischung kauft, dann machen die da Süßholz mit rein. Und das mag ich nicht. So. Bei meinem Klarinettenexamen, ich weiß das noch, war ich natürlich auch sehr gut geübt und sehr gut vorbereitet. Ich hatte auch wirklich das Klarinettenblatt des Jahrtausends. Das war wirklich großartig. Dazu muss man dazu sagen, dass Klarinettenblätter immer wieder neu geschnitzt werden und dass die, weil sie nicht ewig halten, also heißt sie Erstmal spielt halt, man sie ein paar Tage ein, dann gehen genau. sie mal kurz und dann sind sie auch schnell wieder hinüber. Genau so. Also, der Klarinettist ist nicht nur ein Klarinettenspieler, sondern auch ein Klarinettenblattschnitzer. Also ich hatte das Blatt des Jahrtausends, ich stand im Stoff und ich spiele meine Stücke. Und dann spielt man da ja so lang und hat ganz viele Stellen, auf die man aufpasst. Da muss ich hier ran denken, da muss ich da ran denken, bei der Stelle muss ich das, bei der Stelle muss ich das. Und vieles sind diffizile kleine Sachen und das ist alles nicht so einfach. Und ich weiß, wie ich an mehreren dieser Landmarken da vorbeigefahren bin während dieses Examenskonzerts und dachte, wow, Volltreffer.
Ach, richtig schön. Ach, das hat auch geklappt, wie es sollte. Super. Also, da habe ich mich wirklich gefreut, dass es so, man hat ja so seine Kandidaten, so die Ja. Stellen, die einfach schwierig sind und wo man es weiß und die man übt. Und dann hat es einfach alles geklappt. Und erinnern Sie sich noch, Herr Voss, bei meinem Examen, Ja. Klarinettenexamen, da war ja die Kapelle auch mit dabei. Ja. Das hat ja die, da hat die Universität ein bisschen schief geguckt, waren aber dann einverstanden. Ja. Das war Ich habe eine lustig. Frage. Wenn Sie eben erzählen, und dann, als Sie das Konzert gespielt haben, dann bin ich um die Ecke bin ich rumgekommen und das ist ja gut gelaufen und so. Wenn Sie so ein gut geübtes Stück spielen, ist es etwas, was Sie wirklich gestalten in dem Augenblick? Oder ist es etwas, was wie eine gut eingeübte Kur, was dann abläuft? Also haben Sie in dem Augenblick, wo es passiert, einen Zugriff darauf, ach, die Stelle mache ich jetzt mal ein bisschen langsamer oder hier erzähle ich das mal ein bisschen mehr so? Oder ist es mir etwas, was abläuft, weil es so oft eingeübt wurde? Nee, also Kunst, richtig Kunst ist es, wenn man die Sachen eingeübt hat, die technisch laufen müssen und weiß, was die schweren Stellen sind und die dann auch klappen, dass man das im Repertoire hat. Aber wenn man es dann noch schafft, es auf die jeweilige Situation zu formen, es ist ja immer anders, auch was für ein Publikum da ist im Saal und wie man zusammenspielt und wie die anderen, mit denen man musiziert, gerade zusammen auch spielen, wie sie drauf sind, was für eine Stimmung im Raum hängt. Das spürt man ja. Also ist jetzt vielleicht die Romanze, vielleicht ist heute so ein kitschiger Tag und man zieht die Romanze einfach noch so ein bisschen breit. Das finde ich sehr interessant, weil für mich war das immer so ein Punkt, den habe ich nicht immer erreicht. Ich kann mich ja erinnern, dass ich mal Bottesini-Konzert gespielt habe, das natürlich technisch auch sehr anspruchsvoll ist, oder jedenfalls für mich sehr anspruchsvoll war. Und ich habe da mal den ersten Satz gespielt und ich werde es nie vergessen. Ich hatte es viel geübt und es lief irgendwie auch ganz gut, aber ich hatte ganz deutlich das Gefühl, das läuft jetzt ab. Ich habe mir, als wenn ich mir selbst zugeguckt habe beim Spielen, und ich habe mich da, während ich das, mir das passiert ist, habe ich mich geärgert, dass ich da jetzt nicht richtig Zugriff habe. Es ist wie so eine Murmelbahn, die man aufbaut. Man schießt die Kugel los und die soll halt, man passt halt auf, dass sie möglichst nicht irgendwo rausfliegt und so. Aber, und das läuft dann so ab. Aber ich kann die Kugel nicht mehr beeinflussen. Und das hat mich unglaublich geärgert. Also das ist natürlich ein gutes Zeichen, dass ich noch nicht in der Situation war, das wirklich dann auch zu gestalten. Das ist nämlich dann der Punkt. Und ich glaube, das bedeutet es dann, dass man in so ein Stück auch wirklich reinwächst. Ach, wer hat denn das erzählt? Es gibt einen Komponist, der hat das doch mal gesagt. Er hat so viel Musik im Kopf, er muss sie einfach rausschreiben, damit sie auch rauskommt, aus dem Kopf rauskommt. Und da haben sie mir mal gesagt, ja, das können sie gut nachvollziehen. Ja, aber ich vergesse die Sachen dann wieder. Und davor habe ich ganz große Angst, denn wenn ich es mir, also ich finde es ja gut in dem Moment, und dann muss ich es aufschreiben, sonst wäre ich ganz verrückt. Singen Sie es auch dann auf so ein auf ein Diktiergerät oder sowas? Naja, ich habe ja meine Okay. Aufnahmemöglichkeiten. Da nehme ich halt, ja, mache ich direkt eine Aufnahme. Ich höre ja absolut, für mich ist eine Aufnahme gleichzeitig eine Notiz. Ja, cool. Spiele die Sachen dann ein. Und dann kann ich sie später für die Kollegen rausschreiben, wenn es dann soweit ist. Man merkt ja jetzt in dieser schwierigen Zeit, wie viele Leute auch sagen, sie wollen jetzt mal ihre Kapelle unterstützen. Wir dann einfach ungefragt Spenden Ja, eintrudeln. wir haben das gerade erlebt. Großen Dank an dieser Stelle. An die Das edlen ist wirklich, Spender, man. die einfach ohne gefragt worden zu sein, einfach gesagt, ich glaube, die Herren brauchen was, ich schicke mal was rüber aufs Konto. Also Unglaublich. ich fühle mich da wirklich innerlich wie zur Ordnung gerufen. Also, dass man wirklich denkt, oh ja, guck mal, das ist wirklich eine ernste Sache. Also, wir müssen das wirklich sehr ernst nehmen und Das das ist. bedeutet Ja, den das Leuten bedeutet, was. man darf nie nachlesen, man muss immer üben, man muss weiter üben und weiter basteln und Neues machen. Und zwar, weil das wirklich wichtig ist. Und das an so einer Spende merkt man das und das Dass es hilft. den Leuten auch so Ja, geht. finde Man ich. hat ja manchmal, wenn man so viele Konzerte spielt, hat man manchmal den Eindruck, und
Die Leute hören so viel, Ja, wollen die das es wirklich ist unbedingt wie bei hören, meinem aber. Laufprojekt, dieser innere Dialog, der einem anredet, ach Gott, jetzt komm, Ja. lass mal 5 Grad sein, es geht auch so, du musst da nicht so viel reinstecken und so, das ist Ich habe alles gerade Quatsch. vor ein paar Tagen gedacht, wie das war, als man noch Konzerte gespielt hat. Da ist man auf die Bühne gegangen und da hat man alles gegeben und war außer Puste und völlig drüber vom Das Hemd war Adrenalin. angeschwitzt. Ja, nass geschwitzt. Und das Publikum ist in lauten Jubel ausgebrochen. Die haben damit gezeigt und gesagt, dass sie das gut finden und dass sie da gerade glücklich sind, das zu erleben. Und das hier was. Und das ist gerade alles so weit weg. Ja, es ist weit weg. Es ist ganz weit weg. Stimmt. Und es ist traurig, weil man irgendwie sich auch in der Situation ja irgendwie seelisch einrichtet. Man ist da zwar, man ist traurig darüber und es bewegt dann, aber man richtet sich ein in der Situation. Und es wird auch ein gutes Stück Arbeit sein. Da wieder rauszukommen. Es wird ein gutes Stück Arbeit zu sein, sich das auch wieder anzueignen, diese Fähigkeit, also wirklich, dass man präsent ist, dass man wirklich richtig top vorbereitet, in top shape, Mit diesen Anglizismen kann ich nichts wie anfangen. der Was heißt Boxer das? sagt, in top shape. Ja, es ist immer so, wenn Boxer halt nicht in top Form einfach auflaufen, man sieht es ja. Also, Ich merke diese Stimmung, die da gerade so auch in der Luft hängt, ich merke ich auch ganz gerade ganz, ganz stark beim Liederschreiben. Sonst habe ich das immer ganz unbewusst gemacht und das ist einfach irgendwie aus der Feder geflossen und dann waren auch durchaus energiereiche Stücke dabei, harte, schnelle Stücke, manchmal auch was Besinnliches, aber meistens eben doch auch irgendwie schnelle, laute Sachen und im Moment ist irgendwie alles, was ich schreibe, oder ein Großteil von dem, was ich schreibe, ist wirklich in der Stimmung, in der ich gerade hänge. ja. So das graue Wolken am Himmel Stimmung. Und das ist natürlich die Frage, ob das irgendjemand hören will. Und ich versuche mir da so ein bisschen mehr auch was mit Energie zu schreiben. Es ist wirklich, wirklich schwer. Einiges an Sachen aufgeschrieben und dann hört man das sich ein paar Tage später hinter wieder an. Und dann ist das alles so. So müde, so wie ich mich gerade fühle. Also so wie man sich fühlt, schreibt man auch, ne? Schreiben Und Sie denn auch manchmal gegen Ihre Stimmung? Also zum Beispiel, Sie wollen, ich will jetzt ein, ich weiß, ich will jetzt einen lauten, schnellen, aggressiven oder hochenergetischen Titel schreiben, aber meine Stimmung ist gar nicht so. Können Sie das nee. gegen die eigene Stimmung schreiben? Nee. Vorsätzlich Aber sozusagen? nee, nee, nee. Aber was ich manchmal kann, ist mich aus einer Stimmung rausholen mit Musik. Das kennt sicherlich das Publikum auch, indem man Musik hört, aber ich kann es auch, indem ich selber Musik mache, bewusst. Und je nachdem, wie tief dann die Stimmung hängt, klappt das manchmal sogar, dass ich dann sage, muss ich da irgendwie mal raus? Jetzt muss ich hier mir mal was Schnelles spielen. Und wenn ich es schaffe, da mich am Schopf aus dem Morast zu ziehen, dann kann es auch sein, dass da was entsteht. Aber es ist nicht leicht. Und momentan ist es echt auch noch schwieriger. Man hat ja immer so kleine Projekte. Geht Ihnen das auch so? Haben Sie auch so Projekte? Das und das möchte ich jetzt ändern. Das möchte ich jetzt anders machen. Zum Beispiel, ich hatte jetzt letztens vor 3 Wochen ein Projekt. Abends laufen, also morgens laufen und abends laufen. Und zwar jeweils zweimal am Tag, eine Woche lang, 7 Tage. Jeweils 12 Kilometer. Also morgens 12 Kilometer, abends 12 Kilometer. Und das ist schon so eine ganz lange Idee, die ich so ganz lange mal im Kopf hatte. Das muss ich mal machen, ob ich das schaffe. Aber ich dachte, das ist ja total bescheuert. Also ist ja super anstrengend. Aber ich dachte, irgendwie hat es mich total gejuckt. Ich muss das irgendwie mal hinkriegen. Und zwar nicht, wenn man irgendwie frei hat oder so, also wenn man 7 Tage nichts anderes machen kann, sondern normaler Tagesablauf, man steht ein bisschen früher auf und hinten raus man muss es trotzdem, also nicht zu spät ins Bett gehen, also man muss es einbauen. Man muss den ganzen Tag sehr diszipliniert sein, damit man das hinkriegt und man darf nur auch nicht so groggy sein nach dem morgendlichen Lauf, dass man nichts mehr gebacken kriegt, sondern die Alltagstätigkeiten müssen und arbeiten und alles muss alles durchgehen, üben.
Muss alles nochmal durchgehen. Und ich habe es gemacht und es war echt krass. Vor allem so nach dem dritten Tag abends war es einfach, ich konnte abends, ich habe da die Strecke zurückgelegt, aber ich konnte nicht mehr durchlaufen. Das heißt, ich musste gehen. Teilweise. Also ich hab noch gelaufen, aber bin dann, musste auch mal 2 Kilometer einfach gehen. Und dann bin ich wieder langsam gelaufen. Und natürlich muss man auch, wenn man so eine, dachte ich mir jedenfalls am Montag, als ich angefangen habe, du darfst nicht zu schnell laufen. Es ist nicht so, du läufst jetzt nicht einmal 12 Kilometer, sondern du musst es ja heute Abend nochmal machen. Und das Witzige ist, es geht. Es geht. Man kann es schon machen. Also es ist nur der Kopf, was der einem alles erzählen will, warum es nicht geht. Das ist wirklich ein fantastisches Erlebnis. Also diese tausenden von Argumenten, die einem einfallen, warum das totaler Blödsinn ist, so schon, also schon am zweiten Abend. Hey, du bist so ein Idiot. Was soll denn das? Wie hatten dir das eingeredet? Und der wollte mich da so rausquatschen aus der Nummer. Aber dann dachte ich mir immer, wenn ich mich jetzt überreden lasse, es war wirklich wie so zwei Typen nebeneinander da. Vielleicht ist das ja auch schon pathologisch, ich weiß es nicht, kann ja sein. Aber das war wirklich ein Erlebnis. Also wie der auf einmal total überzeugend gesagt hat, das ist total krank, also wieso gehst du jetzt hier einfach lang? Und die groteskeste Situation war, das war am vierten Tag, also am Donnerstagabend, da hatte ich hatte am Tag einfach ein bisschen vergessen, ein bisschen zu essen. Also ich hab zwar gegessen, aber ich hatte nicht genug gegessen. Und es war offensichtlich, dass ich da abends total während des Laufens so ein. Es war kalt und ich war auch nass geschwitzt und ich bin dann gegangen. Und ich war aber nicht auch beim Laufen nicht so dick angezogen und auf einmal wurde mir richtig kalt. Aber ich konnte auch nicht mehr laufen. Und ich habe ein. Und ich muss irgendwas essen. Aber ich hatte nichts essen, aber ich hatte den Zufall 2 Euro in meiner Tasche und bin an einem Pommesbude vorbeigekommen. Und ich bin ungelaufen. Aber nach 19 Uhr. Nee, es war noch später. Es war, ich glaube, es war 8:30 oder so. Und ich bin dann also nass geschwitzt und lauf mit meinen 2 Euro an so einen Kebabstand und habe gefragt. Und der guckte mich auch so merkwürdig an. Ich hatte natürlich auch meinen Mundschutz nicht dabei. Habe also die Jacke ein bisschen über den Mund gezogen und habe gesagt, ich hätte jetzt gerne mal eine Portion Pommes. Und der fragte noch, ja, Mayo oder Ketchup? Und dann habe ich gesagt, nee, keins von beiden. Und dann habe ich gesagt, ich habe gerade jetzt hier irgendwie so einen Hungerast oder was. Ich muss irgendwie was essen, so Kohlenhydrate oder so. Und dann hat er gesagt, dann machen Sie, ich habe da so eine tolle Knoblauchsoße, da ist ganz viel Knoblauch drin und nur Joghurt, also Joghurt-Knoblauchsoße. Nehmen Sie mal, das ist viel gesünder als. Und dann hat er mir, und dann bin ich tatsächlich 5 Minuten später, als er das fertig hatte, bin ich meinen Laufklamotten langgelatscht mit einer fetten Portion Pommes und bin an so einer Bushaltestelle vorbeigegangen. Es war auch so peinlich irgendwie. Und die guckten mich alle an wie so ein Auto. Feiner Herr Läufer geht in den Jogging-Klamotten Ja. raus und holt sich Pommes. Ich dachte mir auch, die denken wahrscheinlich, der darf zu Hause keine Pommes essen und sagt, geht laufen. Und dann läuft er zur Pommesbude. Naja, auf alle Fälle, es war aber sowieso, es hat mir echt geholfen. Da hat man was Warmes im Bauch gehabt. Also, das war sehr, sehr lustig. Das war eigentlich so der Höhepunkt der ganzen Aktion irgendwie so. Und es war auch schön, als es dann vorbei war. Ja, naja. So, ich bin bekannt für schnelle Enden. Das war's. Tschüss. Ich sag auch noch Tschüss. Tschüss.